Ein Antiquitätenhändler wurde ermordet. Unter Verdacht steht ein Kunstagent. Herr Rüttli, was haben Sie am Sonntagabend gemacht? Fernseher geschaut im Hotelzimmer. Warum? Na, weil an diesem Abend der Antiquitätenhändler Reinhard Eberhaus erschlagen wurde. Ich habe davon gehört. Das hat er nicht verdient. Sie kennen ihn also? Ja, wie man sich halt so kennt in der Branche. Wir waren Geschäftspartner. Gut, Herr Rüttli, wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann würde ich gerne von Ihnen eine Speichelprobe haben. Glauben Sie etwa, ich habe Reinhard Eberhaus umgebracht? Dies dient rein zu Vergleichszwecken. Und wenn wir schon dabei sind, hätte ich auch gerne Ihre Fingerabdrücke. Bitte. Was haben Sie denn da am Daumen? Verbrannt, vor Jahren. Ein Unfall. Gerrit, gute Nachrichten. Die Kollegen von der Spurensicherung haben auf dem Krug, mit dem die Notarin niedergeschlagen wurde, Fingerabdrücke an der linken Hand gesichert. An der linken Hand? Weist der Daumenabdruck irgendwelche Besonderheiten auf? Nee. Wieso? Weil dadurch Rüttli aus der Nummer raus ist. Was? Das ist sein linker Daumen. Weist starke Verbrennungen auf. Die weibliche DNA vom ersten Tatort stammt von Cornelia von Griecht. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber solange sie im Koma liegt, können wir sie dazu nicht befragen. Naja, auch wenn Rüttli die Notarin vielleicht nicht niedergeschlagen hat, er kann trotzdem den Antiquitätenhändler ermordet haben. Was ist denn mit seinem Alibi? Er hat ferngeguckt. Ziemlich schlechtes Alibi. Allerdings. Robert, bleib an Rüttli dran. Okay. Alles klar. Und dann sollten wir uns noch mal die Kanzlei vornehmen. Sagen Sie, wissen Sie, was Ihre Chefin am Sonntagabend bei Herrn Eberhaus wollte? Sonntagabend? Nee, da war doch die Vernissage hier. Warum sollte sie da wegfahren? Sie war den ganzen Abend hier? Das kann ich jetzt nicht beschwören. Schließlich hatte ich alle Hände voll zu tun bei so vielen Gästen. Sie können also nicht sagen, ob sie zwischendurch mal weg war. So gegen 23:30 ging der Champagner aus. Und da wollte ich sie fragen, was wir machen sollen. Aber ich habe sie nicht gefunden in dem Gewimmel. Erst eine Stunde später. Okay. Gut, vielen Dank erstmal. Okay. Michael, eine Stunde. Das hätte zeitlich locker gereicht, dass sie zu dem Händler fährt, den Mann erschlägt und wieder zurückkommt. Naja, das schon, aber wenn sie wirklich die Täterin ist, warum sollte sie denn das Alibi vom Lebensgefährten des Toten bestätigen? Was will der denn hier? Der weiß doch, dass der Besitzer tot ist. Ja, Gerrit? Okay, ja, danke. Ciao. Die Notarin ist tot. War einfach zu erwarten. Ja, was haben wir denn hier? Hast du was gefunden? Das ist ein Fax von einem Sachverständigen, der diesen Schwedenkrug begutachtet hat. Der Krug ist eine Fälschung. Aber warum hat sie den Krug dann heute Morgen nicht an Rüttli verkauft, als er hier war? Dann hätte sie zumindest ihr Geld wieder rausgekriegt. Hier, das Fax ist von 10.33 Uhr. Da war Rüttli schon weg. Ja, stimmt. Er hat gesagt, dass er um 21:15 gegangen ist. Hallo, Gerrit. Alles klar. Okay, bis dann. Herr Rüttli, es macht keinen Sinn, weiter zu lügen. Die DNA-Spuren, die wir dem Krug sichergestellt haben, die gehören eindeutig zu Ihnen. Ja, gut. Ich gebe ja zu, ich habe aus dem Bierkrug getrunken. Was wollten Sie denn am Sonntagabend bei Eberhaus?
Mit ihm verhandeln, vor der Auktion. Ach so. Sie hatten Angst, dass Sie überboten werden, ja? Ja, aber er hat auf die Versteigerung bestanden. Ja, aber das Risiko wollten Sie nicht eingehen. Deshalb wollten Sie den Schwedenkrug sich mit Gewalt unter den Nagel reißen. Ist es nicht so? Nein, zum Teufel, so war es nicht. Wissen Sie was? Sie konnten nicht wissen, dass der Krug schon im Auktionshaus war. Wie war es denn dann? Wir hatten eine Affäre. Wie bitte? Ja, Reinhard und ich am Sonntagabend. Mein Gott, wir hatten Sex. Ist jetzt ein Scherz, oder? Wieso haben Sie mir das nicht bei der ersten Vernehmung gesagt? In meiner Position. Wissen Sie, wie konservativ diese Sammler sind, in deren Auftrag ich tätig bin? Aber wenn Sie sich so nahe standen, warum hat der Ebauer Ihnen dann nicht einfach den Krug verkauft? Das Antiquitätengeschäft gehört ihm und Morris zu gleichen Teilen. Und Morris wollte einen möglichst hohen Preis ersteigern. Er hat auf die Versteigerung bestanden. Da konnte auch Reinhard nichts machen. Wahrscheinlich hat er befürchtet, dass vor der Auktion herauskommt, dass es sich bei dem Krug um eine Fälschung handelt. Eine Fälschung? Das hat ein Gutachter festgestellt, ja. Und Sie glauben, dass Morris Werfel das wusste? Das wissen wir noch nicht. Wenn wir schon mal bei Morris Werfel sind, was wollten Sie bei ihm? Über was haben Sie mit ihm gestritten? Ja, über was wohl? Über meine Affäre zu Reinhard natürlich. Wusste er davon? Nein, natürlich nicht. Ich habe es ihm ja erst vorhin im Streit unter die Nase gerieben. Da ist er ausgerastet. Ja, aber was wollten Sie überhaupt bei ihm, bei Herrn Welfer? Ich wollte eigentlich nur fragen, na ja, ob er bereit wäre, mir die Krugsammlung des Verstorbenen zu überlassen. Da ist er vollkommen ausgeflippt. Herr Rüttli, was war eigentlich an dem Abend, als Herr Eberhaus ermordet wurde? Waren Sie da mit ihm allein? Also, wir haben uns alle noch auf einen Umtrunk getroffen an diesem Abend. Ich und zwei weitere Sammler. Und irgendwann gingen die und wir waren alleine. Das heißt, da kam noch so eine Frau und hat einen fürchterlichen Aufstand gemacht. Was für eine Frau? Ach, so eine Ökotusse. Von wegen Reinhard hätte sie betrogen und sie will sich rächen und so weiter und so fort. Die muss hier irgendwo sein. Wir fahren seit 2 Stunden durch die Gegend. Das bringt doch nichts. Das ist unsere einzige Chance. Die Frau hat keinen festen Wohnsitz. Die vom Auktionshaus haben mir gesagt, dass sie immer mit so einem Einkaufstrolley durch die Gegend zieht, mit lauter Trödel drin. Wir werden die schon noch finden. Das ist sie doch. Stimmt. Frau Hillecker? Hallo, bleiben Sie doch mal stehen, bitte. Hallo. Stehen bleiben. Sie sind doch Frau Hillecker, oder? Wenn Sie mich so direkt fragen, sag ich mal ja. Warum wollen Sie denn nicht mit uns reden? Keinen gültigen Ausweis, keinen Gewerbeschein. Ich kenne doch meine Pappenheimer vom Ordnungsamt. Nicht so ganz. Kripo? Ja, Sie haben dem Antiquitätenhändler, Herrn Eberhaus, gedroht, richtig? Na und? Und warum? Weil der mich über den Tisch gezogen hat. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären? Ich habe den Krug gefunden. Und er hat mir lächerliche 10 Euro dafür geboten, um ihn dann für zigtausend Euro zu verkaufen. Wenn das kein Betrug ist. Das gibt Ihnen sogar ein Motiv. Gedroht haben Sie den Mann ja schon. Vor Zeugen. Wenn man mich für dumm verkaufen will, wenn ich gewusst hätte, dass der Krug so wertvoll ist, hätte ich ihn noch niemals so billig verkauft. Wahrscheinlich ist der Krug gar nicht so wertvoll, wie Sie denken, wenn es der ist, den Sie gefunden haben. Sehen Sie die Gravur hier unten? Ja, G2A. Das steht vermutlich für Gustav II. Adolf. Die Gravur war definitiv nicht auf dem Krug, als ich ihn verkauft habe. Dann muss der Krug nachträglich graviert worden sein. Ja. Ich kann mir auch schon vorstellen, von wem. Von jemandem, der handwerklich begabt ist und sich gut mit Kunst auskennt. Was ist da denn los? Komm. Rede doch nicht, das Unschuldslamm. Du weißt ganz genau, wo ich rede. Wo ist der Rechte? Lass den Quatsch. Wo ist er? Da kannst du lange nachsuchen. Spiel dich nicht so auf hier. Du kriegst ja eh keinen mehr hoch. Halt's Maul.
Was glaubst du denn, warum Reinhard so scharf auf mich war? Hä? Weil bei uns in der Kiste ist es richtig abgegangen. Du Schwein! Du widerliche Drecksau! Du hast unsere Beziehung zerstört! Du! Du hast ihn umgebracht! Das ist alles seine Schuld! 10 Jahre lang waren wir zusammen und dann kommt so ein Schlüssel wie du! Ja, 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 ist schon klar. Und du, du selbst bist ja zu blöde zum Fälschen! Du Versager! Du kleines Mösschen! Hey, ist es sauer! Ruhe! Wir haben hier genug gehört. Ruhe! Sagen Sie mal, Herr Werfer, warum haben Sie die Notarin umgebracht? Weil sie mich erpresst hat. Ja klar, sie wusste, dass der Krug gefälscht war. Sie hat mir gedroht. Sie würde mich auffliegen lassen, wenn ich ihr nicht den echten Krug besorge. Tja, den es ja gar nicht gibt. Was hätte ich denn machen sollen? Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ja, und warum hat die Frau Ihnen überhaupt noch ein falsches Alibi gegeben? Weil ich ihr noch einen wertvolleren Krug versprochen habe. Aus dem Bestand Wallensteins. Den es natürlich auch nicht gibt. So, mitkommen. Los, auf geht's. Maurice Werfer wurde wegen zweifachen Mordes und Betruges zu lebenslanger Haft verurteilt. Adrian Rüttli wurde wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.400 Euro verurteilt.